Angefangen habe ich mit einer Jugendmannschaft mit 17 Jahren hier in Herrsching in der Martinshalle. Und das hat dann überraschend gut funktioniert alles und mir hat das sehr viel Spaß gemacht. Ich habe das damals noch natürlich nebenher gemacht und die sind immer älter geworden, die Jungs, und haben dann irgendwann mit mir gespielt. Wir sind dann schon in den untersten Ligen aufgestiegen. Also wir haben, glaube ich, in der 9. Liga angefangen und da waren die vielleicht noch 15. Dann ging es immer weiter und ja, irgendwann dann so ab Bayernliga wurde die Sache ein bisschen ernsthafter. Also wir haben auch, glaube ich, in der 8. Liga diesen Slogan Geisterclub der Welt kreiert. Natürlich nur im Spaß, das war eigentlich nur ein Witz. Haben uns die URL gesichert im Internet und haben uns T-Shirts davon gemacht. Das fanden halt die Jungs immer lustig und deswegen habe ich das gemacht. Irgendwie war unser Ziel eigentlich, in die Bayernliga zu kommen und dann ging es aber eigentlich da erst los. Sind dann durchmarschiert bis in die erste Bundesliga. Das war auch ein bisschen überraschend und ging auch ein bisschen zu schnell, weil wir die Infrastruktur eines professionellen Vereins nicht hatten. Aber wir waren jetzt auch nicht die Leute, die gesagt haben, nee, wir gehen nicht in die erste Liga, weil wir es uns nicht leisten konnten. Ich habe damals gesagt, dass wir auf jeden Fall erste Liga spielen, selbst wenn wir nach Berlin trampen müssen. Ja, geändert hat sich im Grunde inzwischen alles. Also ich mache das hauptberuflich, meine Spieler machen das hauptberuflich. Ja, unser Ziel wird jedes Jahr ehrgeiziger. Inzwischen, wenn wir Spiele verlieren, bricht hier schon die Welt zusammen. Früher hat man gesagt, ja, mei, hat man sich über den einen Sieg im Jahr gefreut und inzwischen ist es so, dass auch wenn man gegen Berlin oder Friedrichshafen spielt und wir verlieren, ja, sind sowohl die Spieler als auch Trainer als auch Fans schon fast enttäuscht und geknickt. Das ist eigentlich das, was sich geändert hat. Ja. Nee, also mein Tag bestimmt eigentlich komplett der Sport. Wir haben pro Tag zweimal bis dreimal Training, zweimal Ball, einmal Kraft. Und auch außerhalb vom Training schaue ich, dass ich mit Ernährung und Dehnen, Regenerationssachen auch bestmöglich wieder fürs nächste Training vorbereitet bin. Also in Herrsching kennt man uns auf jeden Fall, würde ich sagen. Ist dann schon so, wenn man in den Restaurants ist oder wenn man einen Kaffee trinken geht, dass dann die Leute einen schon erkennen. Ja, also Herrsching ist mit Sicherheit die kleinste Gemeinde. Ich glaube, mit 10.000 Einwohnern natürlich. Wenn du gegen Frankfurt oder Berlin und große Städte spielst, ist es natürlich im ersten Blick erstmal witzig. Hier in Herrsching ist es mit Sicherheit auch so, dass die Spieler beim Schlossgartenfest den einen oder anderen Steckerfisch geschenkt kriegen oder wenn sie hier einen Döner kaufen, den auch, wenn sie gewonnen haben, nicht zahlen müssen und wenn sie verloren haben, müssen sie vielleicht doppelt zahlen. Bei Heimspielen kommen die Leute aus Nürnberg, Rosenheim bis hin zu Köln. Wir haben deutschlandweit Fans, weil wir uns eben mit der Region, auch mit Bayern identifizieren. Das liegt an Lederhosentrikots oder jetzt mit bayerischer Flagge als Trikot. Ja, also diese Fanbase, die wächst auch jedes Jahr. Und ja, wir sind natürlich aber im Ort am glücklichsten, dass wir da so eine Unterstützung haben.